Hi, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe euch was mitgebracht, was ihr ganz prima bei euch zu Hause im Wohnzimmer üben könnt, auf Socken üben könnt. Ihr braucht keine Nachbarn mit eurem Krach zu belästigen. Und es lohnt sich wirklich, weil wir arbeiten an Twists. Twists bestehen im Wesentlichen daraus, dass ihr Kontrolle über euer Aussatz habt und damit spielt. Zum Üben macht mal Folgendes. Stellt mal die Beine etwa hüftweit. Die Hüfte ist hier, das ist hüftweit, weiter auseinander ist das nicht. Voneinander entfernt auf. Lasst erstmal noch die Zehen nach vorne schauen, also Parallelstellung. Dann geht hoch auf die Zehen und jetzt schiebt die Fersen zusammen und haltet das. Ihr solltet jetzt deutlich merken, dass ihr hier Spannung braucht. Ja? Das ist hier der untere Anteil vom Hintern, der diese Kraft erledigt. Ja? Und dann dreht die Füße wieder parallel und schiebt wieder die Fersen zusammen. Parallel und wieder die Fersen zu halten. Versucht die ganze Zeit, eure Fersen wegzuhalten vom Boden. Hier braucht ihr Kontrolle. Untere Bauchdecke ist drin, Nacken ist lang. Achtet darauf, dass ihr wirklich nur von hier arbeitet. Parallel, auswärts und halten. 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 Einer noch. Parallel, auswärts und halten. Jetzt solltet ihr deutlich merken, dass es hier warm wird. Ja? Okay. Jetzt, Twists brauchen wir häufig in gelaufener Form. Das heißt, ihr habt eigentlich das Gleiche. Und ganz wichtig ist, deswegen haben wir das eben geübt, dass beide Beine aus dem Auswärts rausgehen und beide Beine ihr Auswärts wiederfinden. Das aus dem Auswärts rausgehen ist meistens überhaupt kein Problem. Das Wiederfinden ist das Problem. Da denkt man meistens nur an einen Fuß und den anderen vergisst man. Ja? Macht das mal wie folgt, stellt eure Füße beide ins Auswärts, Fußinnenseite guckt nach vorne, nehmt das rechte Bein vor, zieht euch hoch auf die Zehen und zieht dabei die Füße enger zusammen, sodass ihr diesen wunderbaren Diamanten zwischen den Füßen seht. Den gibt es nur, den Diamanten, wenn die Fersen in der Luft sind und beide Füße im Auswärts stehen. Und das Becken bleibt gerade, achtet darauf, dass ihr hier nicht zur Seite rotiert. Und jetzt dreht beide Füße ins Auswärts. Nehmt den vorderen Fuß ganz langsam am anderen vorbei nach hinten und jetzt dreht beide Füße wieder ins Auswärts. Parallel, den linken Fuß am rechten vorbei, beide wieder ins Auswärts. Parallel, den rechten am linken vorbei, beide wieder ins Auswärts. Und auswärts. Und auswärts. Und auswärts. Und auswärts. Und auswärts. Und auswärts. Man kann das auch im Vorwärtsgang. Wir nehmen das Bein von hinten, beide Beine drehen parallel, ganz eng aneinander, beide wieder ins Auswärts. Ganz eng aneinander vorbei, beide drehen wieder ins Auswärts. Parallel, auswärts, parallel, auswärts, parallel, auswärts, parallel, auswärts, parallel, auswärts, parallel, auswärts, parallel, auswärts. Okay. Einen habe ich noch, man kann diese Twists auch wunderbar antäuschen. Was wir antäuschen, ist nicht das Auswärts. Das muss sein. Was wir antäuschen, ist die Gewichtsverlagerung. Das heißt, ihr könnt einen Fuß in der Twist-Position aufsetzen, ohne euch draufzustellen. Und dadurch verändert sich, welcher Fuß als nächstes dran ist. Das heißt, wenn ich mit rechts vorne anfange, beide Füße im Auswärts, rechts nach vorne. Wenn ich jetzt rechts anfange, ich drehe beide Beine parallel, ich setze den rechten vorne wieder auf, aber ohne Gewicht. Ich drehe beide Beine parallel, ich setze den rechten nach hinten und wieder im Auswärts. Jetzt ist der linke dran. Erst vorn, dann rück. Erst vorn, dann rück. Erst vorn, dann rück. Erst vorn, dann rück. Immer beide Beine drehen. Vorn und rück. Das gibt es natürlich auch andersrum. Nehmen wir mal den rechten Fuß nach hinten. Das heißt, wir drehen parallel, wir machen einen Step hinten mit dem rechten, ohne Gewicht. Wir drehen wieder parallel, holen den rechten vorbei, setzen ihn vorne auf und immer an das Drehmoment denken. Parallel, auswärts, ohne Gewicht. Parallel, auswärts, mit Gewicht. Parallel, ohne und mit. Hinten und vorne. Hinten und vorne. Hinten und vorne. Okay? Klappt das auch noch? Ich habe euch noch eine kleine Übungssequenz dafür mitgebracht. Die ist vom Timing her back, 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 front, back, front, back. Und natürlich können wir das von der Richtung her dann auch noch umdrehen. Wir fangen mit rechts vorne an und wir gehen zuerst nach hinten.
Das heißt, ihr habt langsam 7, 8, back, 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 front, back, front, back, 4, 4, 4, 4, 4, 4, rück, 4, rück, 4. Okay, seid ihr bereit für ein bisschen mehr Tempo? Auf geht's. 5, 6, 7, 8, back, 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 front, back, front, back, front, 4, 4, 4, 4, 4, rück, 4, rück, 4.